Ja, grüß euch, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Tropio 4. Hier mit unserem El Presidente, mit unserem Fidel Castro. Ja, Schritt Nummer 2 in der Kampagne steht an, die Religion. Wir wurden von Pfarrer Esteban kontaktiert. Er bemängelt so ein bisschen, dass die Bevölkerung von Tropico nicht wirklich ausreichend versorgt ist mit Gotteshäusern. Und er hat hier eine kleine Spende aus den USA, $10,000 erhalten von einer streng gläubigen Gruppe. Und damit sollen wir doch bitte hier eine Kirche bauen und 4 Priester einstellen. So, ist okay. Also $10,000 sind gekommen. Heißt, wir geben jetzt einen Bauauftrag. Wir bauen, kein Holzfällerlager, sondern wir bauen eine Kirche. Wenn ich jetzt wüsste, wo die ist. Wirtschaft, Wohlstand. Da, jawohl. Genau, Kirche. 6.000 Taken kostet das Ding. So. Eine Kirche. Die bauen wir hier ans Eck. So, genau. Also die nächste Baustelle jetzt hier bei unserem Start. Können wir auf mittlere Geschwindigkeit gehen, denke ich. Da kommt unser El Presidente. Was ist denn jetzt? Genau. So, und den haben wir ja zur Baustelle beordert. Und jetzt müsste der hier dafür sorgen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Genau, erhöht die Baugeschwindigkeit, steht jetzt hier. So, wird auch gekennzeichnet durch diese kleine Sonne. Das bedeutet, hier gibt es einen Boost durch El Presidente. Damit kann man Bauten den Bau beschleunigen. Man kann Servicequalität verbessern, habe ich glaube ich schon mal gesagt, in der letzten Folge. So, gebt nochmal Stoff, Freunde. Was ist los? Macht den Bunker zu Ende. Hallo, schaut doch mal hier. Wir haben hier genug Angestellte. Und warum arbeitet hier niemand? Ach, jetzt kommen sie langsam alle. Schau an. Kaum sind sie im Fernsehen bzw. auf YouTube, dann wird gearbeitet. Interessant, Freunde. Interessant. Damit sollten jetzt dann auch gleich diese Hütten passé sein. So, das sieht schon mal gut aus. Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Genau, da geht jetzt zur nächsten Baustelle. Und wenn wir hier ebenfalls ein bisschen beschleunigen. So, ersten Kollegen ziehen schon ein. Das sehen wir natürlich sehr gerne. Na, was ist los? Kommt, die ganzen Burschen hier müssen raus. Weg mit den scheiß Hütten. Da, ich reiß die mal alle ab. Bin gemein, gell? Ich schmeiße ja alle raus aus ihren dreckigen Hütten. Oh, da oben habe ich noch ein paar. Moment. Weg damit! So, die Kirche ist fertig. Hier brauchen wir jetzt männliche Arbeiter mit Hochschulabschluss. Da, der erste ist schon da. Ist der aus dem Palast abgehauen, oder? Ne, wir haben noch ein paar. Okay. Schiffe haben angelegt. 3 neue Einwanderer in Tropico. Einwohnerzahl 53. Ja? So. 3 Pfarrer sind schon am Start. Einer fehlt noch. Leute, was ist los? Jawohl, gepackt. Mir geht's nicht gut, Präsidente. Irgendein Bacillus hat die Insel befallen. Ja, Penultimo meldet sich. Er muss zum Arzt, glaubt er. Also, jetzt sollen wir eine Klinik bauen. Man lernt im Endeffekt jetzt das Spiel auch nochmal, ne? Kampagne. So, Kampagnenstart, man wird so ein bisschen eingeführt. Wir sollen 1 bis 2 neue Kliniken bauen und das allgemeine Gesundheitswesen auf mindestens 45% bringen. Dazu gehen wir kurz in die Pause. Schauen wir mal kurz, wie sieht es oben bei unseren Farmen aus. Also hier wird jetzt schon angebaut, man sieht es hier sehr schön, hier wird der Mais angebaut. Da drüben werden die Papayas angebaut, aber das dauert natürlich, ne, bis das ganze Zeug erledigt ist. Also, auch klar. Wächst ja nicht von heute auf morgen, ne. So, wir haben hier zum Beispiel eine Servicequalität von 60. Ne, wenn ich jetzt meinen El Presidente nehme. El Presidente, was willst du? Ich bin mit Regieren beschäftigt. So, jetzt geht er zur Kirche, besucht die Kirche und erhöht dadurch die Servicequalität. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, bis dieser Prozessbalken abgeschlossen ist. Ja, 80. Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Genau. Wir haben jetzt hier auf 80 gepusht. Zuvor war es bei, keine Ahnung, ich glaube 60 oder sowas, ne? So, Freunde, das erste Jahr ist schon durch. Januar 51. Dann kommt immer so die Bilanz, das Journal. Ne? Wie sieht's aus? Also wir haben zum Beispiel 16.000 knapp draufgezahlt im letzten Jahr. Die Zufriedenheit ist etwas rückläufig. Tropicos Beziehungen zum Mittleren Osten haben einen neuen Tiefstand erreicht. Solange der obere und untere Osten auf unserer Seite ist, geht das in Ordnung. Ja. Eine Weile werden wir wohl keine Kamele mehr erhalten. Kamele? Wo?
Ja, da waren sie wieder, Sunny und Penultimo. Also ihr seht, die Wohnqualität ist nicht wirklich prickelnd, ne? Religionsqualität, genau, Religionsqualität, aber wir haben die Kirche gebaut, also da sollten wir gut unterwegs sein. Die Unterhaltung ist ziemlich beim Teufel, das Gesundheitswesen ist am Arsch. Freiheit oder die Freiheit ist auch nicht wirklich toll. Hier müssen wir überall tätig werden, Leute. So, kurzer Blick, Wirtschaft. Ein arbeitsloser Mann. Es gibt einen offenen Arbeitsplatz. Es gibt 5 Obdachlose. Nicht schön. Ja, wir müssen weiter. Hallo, hier werden Arbeitsplatz frei. Was ist hier los? Wir müssen weitere Häuser bauen, ne? Hilft ja nichts. So, wir haben aber fast kein Geld mehr. Das ist ein Problem. Dann würde ich sagen, wir gehen erst einmal in die Industrie. Oder Infrastruktur. Ne, ist jetzt die Frage. Moment. Was bauen wir denn? Was bauen wir denn, Mensch? Ich wollte eigentlich eine Mine bauen. Oder Zementfabrik. Ja, wobei, die ist so teuer. Aber die Zementfabrik beschleunigt den Bau aller Gebäude und produziert Zement für den Export, ne? Ist auch nicht schlecht. Ja, komm, wir bauen eine Zementfabrik. So, das ist jetzt ein Gebäude, was ich an Straßennetz anschließen muss, ne? Das erkennt man hier. Ich würde sagen, das bauen wir einfach mal hier an die Seite. Direkt an den Hafen. Da sind die Exportwege kurz. So, da klatschen wir es hin. Wir haben jetzt Finanzhilfe bekommen aus den USA und dem UdSSR. Was geht ab, Präsidente? Lust auf eine Wette? So als frisch gebackener Inseleigentümer? Ja, der General Santana meldet sich, bietet uns eine kleine Wette an. Wir sollen 500 Fisch exportieren und wir würden dafür $25.000 auf unser Schweizer Bankkonto bekommen. Ja, machen wir auch. Gar kein Thema, sondern wenn wir erst noch einen Fischereihafen bauen. So, muss natürlich hier möglichst am Wasser gebaut werden, das ist logisch. So. Habe ich jetzt hier die Möglichkeit, diverse Optionen einzustellen. Entweder sage ich, ich möchte eine saubere Entsorgung haben, das heißt, die Fischreste werden korrekt entsorgt und es entsteht, beziehungsweise es wird die Verschmutzung minimiert. Oder ich schmeiße einfach den ganzen Unrat ins Meer und halbiert zwar die Unterhaltskosten, erhöht aber die Verschmutzung. Wollen wir natürlich nicht, gell? Schone die Umwelt, saubere Entsorgung ist logisch und wir müssen das Ding noch ans Straßennetz anschließen. Das wäre auch nicht ganz verkehrt, wenn wir das machen. So. Hallo? Ja, okay, machen wir es so. Also ich muss nicht direkt anschließen, ne? Der Weg ist dann kurz, aber... Wir könnten hier unten noch eine Garage bauen, denke ich. Aber das kostet wieder Geld, ich weiß. Alles Geld. Kostet alles Geld, Leute. Wir haben kein Geld. So, hier ist noch nichts produziert worden. Ernsthaft? Echt? Ich habe gedacht, 6 Monate sind um. Also ihr seht, da werden Flächen rund um das Gebäude jetzt bebaut hier, ne? Also ich kann zum Beispiel so eine Farm... Ich sollte da drumherum nicht unbedingt alles zupflastern, weil dann haben sie keine Agrarnutzfläche mehr, die sie dann verwenden können für die ganzen Anbauten. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, wir werden ja trotzdem nochmal irgendwie ein Gebäude brauchen, glaube ich. Mist. Ja, wir werden nicht drumherum kommen. Aber trotzdem, wir gehen nochmal auf die Infrastruktur. So. Dann wollen wir hier mal eine Straße nach oben bauen. Warum? Ja, weil wir hier eine weitere Farm an den Start bringen. Farm und zwar Tabak. Genau. So, soll ich die möglichst an eine Stelle bauen, wo möglichst wenig Gefälle ist? Das erweist sich hier als äußerst schwierig. Und es sollte natürlich grün sein, ne? Ist auch klar. Sonst habe ich ein Problem. Mist, das ist hier echt saublöd, wenn ich das mal so sagen darf. Ist echt blöd. Na komm, weißt du was, wir bauen sie dahin. Die werden schon so clever sein, dass sie hier bergauf bauen, den ganzen Scheiß. Ich hoffe mal, dass sie so clever sind.
Es wäre zumindest ganz nett. So. Also, Tabak ist am Machen, ne? Beziehungsweise muss erstmal gebaut werden. Haben wir hier schon Waren zum Exportieren? Nein, immer noch nicht. Hier arbeitet auch noch niemand. Warum nicht? Hier bei der Zementfabrik, da wird fleißig gebaut. Was macht unser El Presidente? Was erfordert die Aufmerksamkeit des Präsidenten? Hängt in der Kirche rum. Das geht gar nicht. Du könntest doch mal helfen, Meister. Bist du ein Rebell? Nein, ich bin kein Rebell. Hier, mach mal. Zeit, meine Leute zu überprüfen. Genau, überprüf deine Leute. Sehr gut. Überprüf die Leute. So, wir schauen in der Zwischenzeit ins Journal rein, was die Fraktionen von uns denken. Die Kapitalisten hätten wir eingefangen. Die sind bei 72% inzwischen. Die Intellektuellen bemängeln, dass wir keine Oberschule haben. Tja, Bildung ist wichtig, ne? Ja, und die Loyalisten bemängeln immer noch das fehlende Museum und Mausoleum. Reimt sich immerhin. So, wir müssen hier tätig werden. Definitiv, oh mein Gott. Bloß ohne Geld ist es immer so eine Sache, ne? Na gut, die Kirche ist gut frequentiert. Die ist gut frequentiert. So, Zementfabrik. Einer arbeitet schon mal hier. Respekt, sage ich. Respekt. Wo ist mein El-Präsident? Sprich schneller. Ich hab nicht den ganzen Tag. Da ist er. Da ist er mit dem Auto oben mit der Cheflimo ist er vorgefahren. Respekt. Immer bleibt die ganze Arbeit am Präsidenten hängen. Ja, mei, einer muss, gell? Zum Spielen. Einer muss. Hilft ja nichts. So, wir können jetzt hier auch die Priorität erhöhen. Dass ich hier zum Beispiel sage, dieses Gebäude hat eine hohe Priorität. Und dann wird es halt früher abgefrühstückt oder so ähnlich. In der Hoffnung. So, zwei arbeiten bereits in der Zementfabrik. Das ist gut. Was macht unsere Farm da drüber? Okay. Da war jetzt ein Arbeiter schneller offenbar. Oder eine Arbeiterin. Und jetzt haben wir genug offene Stellen und dafür keine Arbeitslosen mehr, ne? Moment, bei Wirtschaft, genau. Wir haben 12 offene Arbeitsplätze, keine Arbeitslosen mehr, aber immer noch Obdachlose. Das ist schlecht. Das mit den Obdachlosen ist nicht gut. Ich glaube, da müssen wir nochmal tätig werden. Müssen wir nochmal 4000 Dollar in die Hand nehmen. Das ist schweineteuer, das gefällt mir nicht, aber... Ja, es geht aber nicht anders, ne? So, da kann ich's... Doch, hier kann ich's hinbauen. Also, dann baue ich's hier hin. Wir sind im Minus, Freunde. Wir haben Schulden. Schulden sind nicht gut. So, Priorität erhöhen. Was machen die ganzen Leute hier bloß? Achso, das sind schon... Okay, zwei sind schon in andere Betriebe ausgewichen, so wie es aussieht. Jetzt haben wir schon 3 von der Oberschule hier in der Zementfabrik. Oh, eine weitere Aufgabe. Präsidente, wir brauchen Ärzte für das Gesundheitswesen der Insel. Ja, ist klar soweit. Das Gesundheitswesen haben wir natürlich noch nichts gemacht, gell? Kliniken bauen. Ja, Ärzte brauchen eine Hochschulausbildung. Bis man sich das Ganze heranzieht, das dauert. Da brauchst du eine Grundschule und eine Oberschule und eine Hochschule. Man kann aber auch ausländische Spezialisten holen. Das kostet allerdings Geld. Na, wir brauchen 4 Ärzte. Heißt, wir brauchen auch 2 Kliniken. Aber wir würden was aufs Schweizer Konto kriegen. Gute Idee. Machen wir mal, ne? 7 neue Einwanderer sind da. Und mal wieder keine Exportgüter auf unserem Schiff. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Böses Schiff. So, wir sind bei 60. Leute, wir sind bei 60. Warum arbeiten unsere Baubobos nicht? Wir haben hier genug Baubobos. Was machen die alle? Hm? Jetzt werden hier Nahrungsmittel produziert. So, man sieht jetzt hier auf der Maisfarm, das hier, das ist das Lager, das Ausgangslager. Da haben wir momentan 337 Einheiten Mais. Die Nahrungsqualität ist 60. Die Leute werden jetzt hierher düsen und werden hier ihr Nahrungsbedürfnis befriedigen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ist schon runtergegangen, ne? Wir gehen jetzt hier alle zum Essen. Ja, da kommt er auch schon, ne? Excelencia. Excelencia. So. Höchste Zeit, der Familie mit Essen zu versorgen, ja. Also entweder hat er gerade gegessen. Ah, der Kollege, Moment. Ne, der haut sich jetzt auf so. Okay, was machst du? Er hat auch gerade gegessen, offenbar. Also die verköstigen sich hier mal. Aha. Aha.
genau. Hat auch gerade gegessen, jetzt geht's in die Kirche. So, also deswegen, die werden hier, das, wie bei den Sims, ne, die Herrschaften, ja, versorgen sich hier halt oder versuchen, die Bedürfnisse, die sie haben, zu befriedigen, und selber kannst du das im Endeffekt gar nicht steuern. Ne? Wenn die halt Hunger haben, dann gehen die was essen. So einfach ist es. So. Der Hafen ist fertig. Nicht der Hafen, sondern, na doch, der Fischerhafen, ja. Und hier wird noch ein Mietshaus gebaut. Okay, gut. Ich würde hier unten gerne auch noch eine Garage bauen, aber vielleicht sollte man zuerst echt mal eine Klinik hinstellen. Das wäre wohl nicht verkehrt. Das wäre wohl nicht verkehrt. Eine Klinik, finde ich hier, glaube ich, gell? Die hat, kostet 3000, okay. Eine Klinik. Die bauen wir dahin. Direkt neben das Parkhaus. Vor dem Präsidentenpalast. So machen wir es. Muy buena. Muy buena, ey. 68 Jahre. Ja, hey, unser Rentner, gell? Sowas. Aha. Aha. Und was machst du so? Hast auch nichts zum Tun, gell? Ah ja, der findet die Kommunisten toll und die Religiösen. Wie sieht's bei den Fraktionen aus? Schauen wir kurz in unser Journal. Ja, soweit alles grün. Bis auf die Loyalisten. Das kennen wir schon. So, Geschwindigkeit mal wieder auf Stufe 2. Tropico geht das Geld aus. Wie ist Ihre Haltung dazu, Penultimo? Die reichen Geldsäcke sind schuld. Sie sollten uns das Geld geben, dann wäre alles in Butter. Ja, absolut richtig. Absolut richtig, Penultimo. Sehe ich genauso. Die reichen Säcke. Diese reichen Säcke. So, jetzt bau doch mal den Scheiß hier. Jawohl, okay. Mietshaus ist fertig. Jetzt sollten doch die Ersten eigentlich einziehen, ne? Das wäre nett. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt, genau. Mach es so. Gehst du mal zum Palast, El Presidente. Beziehungsweise, Moment. Was willst du? Na, ich geh mal zur Klinik. Ja, ich bin auch gleich mit Regieren beschäftigt. Du, passt bloß auf. So, also. Nächste Kollege. Ihnen geht das Geld aus, amigo. Ja, das stimmt. Das Geld geht aus, aber er gibt uns nochmal 10.000 Dollar. Dankeschön. Ja, mei, die haben einfach ein Herz, die Herrschaften, gell? Mit so armen Schluckern wie uns. So, wir bauen jetzt hier unten auch eine Garage hin. Ein Parkhaus, damit das Ganze einfach etwas schneller funktioniert. Ne? Die Wege sind ansonsten sehr weit. Also, wir bauen ein Parkhaus hin. Direkt an den Hafen, das ist okay. Das sind die Wege kurz, ne? Dann können sie den Scheiß hier relativ schnell abladen. Heißt, der Kollege hier aus dem Fuhrpark läuft zur Garage vermutlich oder hat selber ein Auto, das weiß ich jetzt nicht, ja, wobei, das hat einen Straßenanschluss, wahrscheinlich hat er dann selber ein Auto. Düst hier rüber zur Farm, holt den Scheiß ab, fährt dann runter ins Parkhaus und karrt den Dreck hier rüber. Läuft dann wieder zum Parkhaus und fährt dann mit dem Auto wieder zurück. Ne? Das ist viel schneller, ansonsten müsste hier nämlich die ganze Scheiße zu Fuß laufen. Das wollen wir nicht, wir wollen hier, dass es schnell funktioniert. Und wir haben unsere ersten Exportgüter hier am Hafen gesammelt. Ein Gesuch hat den Palast erreicht, das die Errichtung eines Museums fordert, das ihrer Jugendzeit gewidmet ist. Ich persönlich habe es 300 Mal unterzeichnet. Das hast du gut gemacht, Penultimo. Vielen Dank. Also jetzt haben wir doch das blöde Präsidentenmuseum bauen. Sapperlott, ich habe doch kein Geld für so einen Scheiß. Mein Gott. So, Jahr Nummer 2 ist schon vorbei. Zufriedenheit immer noch 48%. Tendenz nach oben. Naja. Naja. Also wir haben etliche Baustellen. Wir haben etliche Baustellen. Oh Gott. Naja, wie sieht's aus mit der Unterkunft? Mietshaus. Wir haben immer noch 12 Hütten. Echt? Skandal. Das geht ja gar nicht. Warum denn? Ich habe hier doch nochmal was hingebaut. Zieh doch mal um hier. Hm? Leute, was ist los mit euch? Warum zieht ihr doch nicht um? So, hier haben wir unsere Tabakfarm, die schon fleißig vor sich hin arbeitet. Das ist ja bescheuert. Mist. Hm, okay. Moment. Was haben wir hier? Restaurants empfohlen. Passt gut in jede Gegend der Unter- und Mittelschicht. Ein Restaurant. Dient der Unterhaltung.
Muss man auch wissen. So, okay, bauen wir noch ein kleines Restaurant hier drüben hin. So. Ich wollte aber noch was anderes bauen eigentlich. Und zwar... Na, kein Mülldeponie. Ich bin jetzt wieder drauf eingefallen. Hier, irgendeine Mine. Wieso kann ich keine Mine bauen? Wieso? Ah, das ist ja hier. Mein Gott, Minen, ja. Das ist natürlich bei Rohstoffen. Ist irgendwie logisch. Oder machen wir eine Salzmine? Wir machen eine Salzmine. Genau, dann haben wir schon mal Salz. Braucht das Ding den Straßenanschluss? Ja, braucht's. Okay. Wir bauen hier eine Salzmine. Infrastruktur, Straße. Schwupp. Hat den Vorteil, wir haben hier unten bereits eine Hütte. Ne? Heißt, die Arbeitsplätze, die hier entstehen, die können alle hier reinziehen. Das ist gut. Haben wir aber ein Parkhaus in der Nähe und wir können hier dann auch unsere Rinderzucht aufbauen. Weil dann kriegen wir den Bonus aus der Salzmine. Sehr schön. Das gefällt mir. So, wie sieht es hier aus in der Klinik? Wir haben hier zwei Ärzte, zwei Hochschulfreunde. Echt? Wo kommen die her? Wo kommen die Herrschaften her, die Hochschulfreunde? Ich habe sie nicht rekrutiert, die müssen schon da gewesen sein. Sehr merkwürdig. Okay, vielleicht war es einer der Zuwanderer. Das kann ja auch sein, wir sind schon bei 70 übrigens. Wie sieht denn die Bildung aus? Oh, wir haben hier einige in der Hochschule. Teilweise haben sie allerdings nur Stellen von der Oberschule. Na? Der Kollege hier zum Beispiel. Oder der Kollege, oder der Kollege. Oder der Kollege, oder der hier. Die haben alle Hochschulbildung, aber arbeiten an Positionen, wo gar keine Hochschulbildung erforderlich ist. Ich kann das leider auch nicht selber steuern, ne? Aber klar, die versuchen natürlich am meisten abzugreifen, ist ja logisch, ne? Heißt, wenn der Kollege eine Hochschulbildung hat und er hat die Entscheidung oder die Wahl zwischen einem Job Oberschule oder Hochschule, dann wird er natürlich die Hochschule nehmen, ist ja irgendwie klar. Unverständlich, würde ich nicht anders machen. So, hier wird das Parkhaus gleich fertig, das freut mich. Der Export ist weg, wir haben 13.000 Cash. Na, da ist das Schiff. Hat die Exportwaren schon beladen. Und das haben wir sofort als Cash gekriegt. Das ist doch nicht schlecht. So, wir brauchen aber noch zwei Ärzte, sehe ich gerade. Da muss ich ja nochmal eine Klinik bauen. 8.000 Dollar haben wir exportiert. Nicht schlecht. Ist doch nicht schlecht. So, was haben wir hier? Hier fehlt ein... Hier ist kein Angestellter, ne? Genau, zwei Angestellte. Wären hier möglich ungebildete Damen. So, eine haben wir schon. Und die sorgt jetzt hier für Unterhaltung. In diesem kleinen Restaurant. Ist für Touristen als auch für Einheimische. Das geht dann wieder auf die Zufriedenheit. Moment, wo war es denn? Hier, die Unterhaltung. 32%, das sollte dann nach oben gehen. Religion ist jetzt schon bei 51. Ich glaube, da waren wir schon niedriger. Also die Kirche scheint schon mal zu funktionieren. Das mit der Gesundheit, das dauert halt auch ein bisschen jetzt, ne? Bis das Ganze läuft. So, wie sieht es hier aus? Das Lager ist schon wieder ziemlich gut voll. Das Ausgangslager... So, da kommt ein Auto. Du bist? Ein Fabrikarbeiter bist du. Der war früher LKW-Fahrer, jetzt ist er Fabrikarbeiter. Ne, die Leute wechseln auch den Beruf zwischen den. Schau an. Der ist jetzt Fabrikarbeiter. Genau, da drüben ist er. Okay. So, die Salzmine wird gebaut. Ich brauche einen Marktplatz, ne? Ich brauche einen Marktplatz. Wo ist denn der, mein Gott? Da ist er. Marktplatz verteilt die Nahrung von Farmern und Häfen an die Bevölkerung. Das heißt, da fährt nicht jeder extra darauf, sondern die Herrschaften kommen hier direkt her und verköstigen sich am Marktplatz. Das macht durchaus Sinn, wie ich finde. So, machen wir hier mal zentral. Ja, direkt am Parkhaus. Dann kommen die hierher und können dann direkt vom Parkhaus wieder zu ihrem entsprechenden Ort
Düsen, wo sie zum Beispiel arbeiten oder so, ne? Das macht ja, denke ich, Sinn. Das wäre nicht verkehrt. So. Hier oben wollen wir dann, denke ich, mal weitermachen. Da brauchen wir dann wieder natürliche Ressourcen. Hier oben gab es ja was. Hier gibt es zum Beispiel Salz, da gibt es Öl, da gibt es Gold. Eisen ist hier. Hier gibt es jede Menge Holz. Es gibt ja Weiden, ist jetzt nicht so der Hit, aber gut. Also wir können auch eine Holzwirtschaft machen hier oben. Je nachdem. Oder wir holen uns das Eisen aus dem Boden. Wobei, da wäre es hier fast besser, gell? Aber da haben wir dann wieder das Problem, das ist sehr nah hier an der Bevölkerung. Was heißt Verschmutzung und so? Hm. Also dann lieber hier oben. Naja, Freunde, alles Zukunftsmusik werden wir nicht mehr heute machen, denn für heute sind wir auch schon wieder am Ende. Bist du ein Rebell? Das ist die Frage an euch. Seid ihr Rebellen? Ich bin keiner. Es sollte besser wichtig sein. Es sollte wichtig sein, genau. Schreibt was Liebes, was Wichtiges in die Kommentare. El Presidente verabschiedet sich von heute, sagt vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.